Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Folge von Life is Feudal, Your Own mit Dragodor. In der letzten Folge haben wir diese schöne neue Welt erschaffen und einen neuen Charakter generiert. Und in dieser Folge schauen wir uns die Steuerung und das Interface ein bisschen genauer an. Wir stehen jetzt hier frisch gespawnt am Strand und checken mal zuerst die Kamera. Die Kamera steuert man grundsätzlich natürlich mit der Maus und dann kann man noch mit der Taste C zwischen First Person und Third Person hin und her schalten. Ego-Perspektive oder Schulteransicht. Und mit der Taste V dreht man die Kamera, da kann man die Kamera um die Figur drehen. Ich habe mal das alternativ über die Einstellungen auf die Taste Alt gelegt, weil es bei anderen Spielen wie zum Beispiel DayZ auch so ist und ja, das ist Gewohnheitssache. Standardmäßig ist es auf der V-Taste. Wir steuern unseren Charakter natürlich grundsätzlich mit WASD, ganz logisch, ganz wie gehabt. Und mit Leertaste können wir hüpfen. Und mit der Umschalttaste bzw. der Shift-Taste können wir laufen. So weit, so normal. Ein kleiner Unterschied zu anderen Rollenspielen oder MMOs gibt es hier mit dem Mauszeiger. Und zwar gibt es hier grundsätzlich zwei verschiedene Modi. Einmal den freien Modus, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und wir können hier uns der Figur frei umschauen und dann gibt es den Mauszeiger-Modus. Dazwischen wechselt man mit der Tabulator-Taste hin und her. Wenn ich die Tabulator-Taste drücke, habe ich hier den Mauszeiger zur Verfügung und kann diesen frei bewegen. Und wenn ich nochmal die Tabulator-Taste drücke, befinde ich mich wieder im freien Modus und kann die Ansicht der Figur wieder steuern und mich frei mit der Kamera bewegen. Ja, das Interface sehen wir hier ja schon angezeigt. Das Chatfenster und die verschiedenen Anzeigen, die Aktionsleiste und so weiter. Wir können uns das frei positionieren und gestalten, wie wir das haben wollen, indem wir auf die Taste F10 drücken. Dann erscheinen viele kleine Fenster und man kann im Prinzip jedes Fenster dahin positionieren, wo man es eben haben möchte. Man kann auch zum Beispiel die Chat-Fenster auseinanderziehen, den globalen Chat und den lokalen Chat, den System-Chat und so weiter und kann das positionieren, wie man eben das möchte. Ich lasse es jetzt hier mal zusammen, weil es leuchtet ja eh dann auf und ja, ich habe es mir jetzt eben so positioniert. Hier ist die Schadensanzeige, hier ist das Ruffenster, hier ist die Anzeige für den Hunger bzw. der Sättigungsbalken. Dann haben wir hier die Gesundheit, die Ausdauer, die Aktionsleiste und die Chatfenster. Hier sind eben, werden Ziele angezeigt, Kombos und ja, hier oben noch Effekte wie zum Beispiel Angst, betrunken oder vergiftet, betäubt und so weiter. Die Fenster haben noch drei Anzeigen. Das erste ist Transparenz. Man kann sich also Fenster auch transparent gestalten oder einstellen. Das zweite ist das Fixieren, also dieses Schloss. Fixierte Fenster werden in beiden Modi angezeigt, also im Mauszeigermodus und im freien Modus. Und nicht fixierte Fenster werden nur im Mauszeigermodus angezeigt. Und mit X kann man es natürlich schließen, wenn man gewisse Anzeigen überhaupt nicht haben möchte. Hat man alles so eingerichtet, wie es einem passt, drückt man nochmal die F10-Taste und das Interface wird dann so fixiert. Genau, wie gesagt, mit der Taste C können wir zwischen Ego-Perspektive und Third-Person hin und her schalten. Und wenn man das Interface dann ganz ausschalten möchte, zum Beispiel für Screenshots oder dergleichen, drückt man die Tastenkombination STRG H. Und dann wird das Interface komplett ausgeblendet
Man kann schöne Screenshots machen. Mit STRG H blendet man es auch wieder ein. Ja, dann schauen wir uns das Interface noch weiter an. Es gibt natürlich auch ein Inventar. Da kommen wir eben ran, wenn wir die Taste I drücken. Dann wird es hier angezeigt. Hier fällt sofort auf, dass es keine Slots gibt. Also man kann die Gegenstände, die man hat, frei positionieren. Hat auch Vor- und Nachteile. Bei manchen sieht es dann nämlich aus wie Verhau, also ganz schlimm. Man muss halt dann selber ein bisschen Ordnung schaffen. Andererseits ist es halt frei positionierbar und es geht eben alles nach Gewicht. Wird hier dann schon angezeigt, das Maximalgewicht. Das ist wieder abhängig von der Willenskraft. Das haben wir ja in der letzten Folge beim Erstellen des Charakters den Wert eben festgelegt. Und anhand dessen ergibt sich hier dann die Gewichtsgrenze fürs Inventar. Wir haben hier schon zwei Gegenstände im Inventar enthalten. Das sind einmal Cookies, was zu essen. Und wenn wir hier so drauf gehen, dann erscheint eine kleine Quick-Info. Und da sehen wir auch schon, es gibt hier drei Werte. Einmal die Menge natürlich, 5. Dann die Qualität, 10. Die ist immer ein Wert zwischen 1 und 100. Und dann natürlich das Gewicht. Das hier übrigens in Steinen gewogen oder angezeigt wird. In der Wiki zur Life is Feudal heißt es, dass ein Stein so viel ist wie ein Kilo. Das ist, ja genau, ob es jetzt wirklich so ist, mein Gott, es ist halt eine Gewichtseinheit und es wird in Steinen gewogen. Und dann haben wir hier Lumpen, also Racks, Qualität 50, Gewicht ist 0,6 Steine und hier sehen wir noch Durability, das ist die Haltbarkeit, ist derzeit ja, 50 von 50, volle Haltbarkeit. Wir können die Racks auch gleich mal anlegen. Das geht ja auf zwei verschiedene Möglichkeiten, auf zwei verschiedene Arten. Und zwar einmal über die rechte Maustaste, dann erscheint ein Kontextmenü und man kann das hier equippen. Also General Actions, Drop heißt dann fallen lassen oder Equip heißt dann eben anlegen. Oder wenn ich die Taste T drücke, wie Theodor, dann erscheint hier die Ausrüstung, das Ausrüstungsfenster und ich kann einfach diese Racks, also diese Lumpen, hier auf das Feld für den Torso oder den Brustkorb ziehen, den Oberkörper, und dann legt das auch an. Genau, dann sind wir auch schon im Ausrüstungsfenster. Hier habe ich eben, ja, einmal vier verschiedene Waffen- oder Werkzeuge-Slots, also hier unten jeweils kleine Werkzeuge oder Waffen und hier oben dann größere Werkzeuge oder Waffen. Dann für den Körper habe ich einmal für den Kopf, für den Oberkörper, für die Beine, für die Füße, für die Hände, also Handschuhe, dann für die Schultern und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rüstungs-Slots. 4 Waffen- oder Werkzeuge-Slots und dann haben wir hier noch 2 Slots für Ringe und 1 Slot für Amulette, also 3 Schmuckslots gibt es da noch. Dann ist natürlich, je nachdem wie viel Ausrüstung ich angelegt habe, hat es Auswirkungen auf das Gewicht, das ich trage, und das wiederum hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, wie schnell ich mich bewegen kann. Das Gewicht, was ich tragen kann, ergibt sich wieder aus der Stärke. Das haben wir ja auch in der letzten Folge beim Erstellen des Charakters schon besprochen, dass die Stärke Auswirkungen hat auf die maximale Gewichtsgrenze für die angelegte Rüstung, Ausrüstung. Genau, dann haben wir hier noch die Cookies. Die können wir essen, einfach mit rechter Maustaste und Eat. Und hier unten, dieser gelbe Balken, ist der Hungerbalken. Oder beziehungsweise der Sättigungsbalken. Wir haben gerade gesehen, ist von 66 auf 72 gesprungen. Das heißt, wenn wir was essen, dann steigt es. Und idealerweise ist es bei 100. Also wie gesagt, es ist eigentlich, es heißt zwar, glaube ich, Hungerbalken. Wenn man auf F10 nochmal drückt, zeigt es an Hunger, Hunger. Aber es ist eigentlich die Sättigung. Das heißt, wenn man alles, wenn man satt ist, dann ist der Balken auf 100. Und der Balken wächst eben, indem er was isst, und er schrumpft, wenn sich die Marathon-Ausdauer, also die gelbe Ausdauer, regeneriert. Dann
verbraucht es die Sättigung. Und wenn das, wenn die Sättigung auf Null ist, also wenn man sozusagen total hungrig ist, dann schrumpfen die Hitpoints, und zwar die Soft-Hitpoints, aber auf den genauen Unterschied kommen wir später noch. So, dann machen wir hier die Fenster wieder zu. Dann schauen wir uns noch weitere Fenster an, die uns zur Verfügung stehen. Und zwar gibt es einmal, wenn wir die Taste L drücken, dann öffnet sich das Skillbook. Das sind die Fertigkeiten, die wir auch in der letzten Folge bei Erstellen des Charakters schon ein wenig besprochen oder angesprochen haben. Die oberen 5 Zeilen sind eben die primären Skills, und zwar jetzt hier die Handwerks- oder Crafting-Skills, und in der unteren Zeile haben wir dann die sekundären Skills. Und hier haben wir mehrere Seiten. Auf der nächsten Seite sind dann die Kampf-Skills. Die haben wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen angesprochen. Da haben wir ja auch die Startwerte bei Erstellen des Charakters schon belegt oder erstellt. Hier unten sind dann wieder die sekundären Skills. Und auf der letzten Seite sind dann die Minor Skills. Also das sind so, ja, General Actions, Swimming, Reiten und so weiter. Auf dieses Skillbook oder auf diese ganzen Fertigkeiten, das ist ein bisschen komplex. Das ist ja eigentlich auch im Prinzip das Herzstück des Spiels. Da kommen wir in der nächsten Tutorial-Folge ein bisschen genauer drauf. Also das schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Und da gehen wir auch noch genauer drauf ein. Aber dafür nehme ich mal eine eigene Tutorial-Folge und da sprechen wir das Ganze dann detaillierter an. Dann gibt es noch die Charakterwerte. Wenn wir die Taste P drücken, wie Paula, dann erscheint das Charakterfenster. Da wird uns der Name angezeigt. Dann werden hier Titel angezeigt, die wir noch bekommen können und uns dann eben auch geben können. Dann haben wir hier Hard Hit Points, Soft Hit Points und Hard Stamina und Soft Stamina. Also das ist einmal die Hard Hit Points, das sind also die Gesundheitspunkte. Und wenn die auf Null sinken, dann ist unser Charakter tot. Der Wert kann zwischen 0 und 100 bis 200 liegen. Das ist abhängig von der Constitution, also von der Vitalität. Und die Soft Hit Points, das ist sozusagen unser Bewusstsein. Also wenn das auf 0 sinkt, dann ist unser Charakter K.O., unconscious, aber nicht tot. Und dieser Wert kann zwischen minus 100 und 100 und 200 liegen. Es ist auch abhängig von der Constitution. Hier mit diesem kleinen Symbol kann ich das an die Anzeige ein- und ausblenden noch. Wird hier unten eben angezeigt. Der dunkelrote Wert befindet sich quasi hinter diesem Balken und dieser violette, lilafarbene Wert, das ist dieser Bewusstseinsbalken. Also der kommt zuerst und der verschwindet zuerst und dahinter ist dann die Hard Hit Points, die eben dann den Tod bedeuten, wenn die auf Null sinken. Rechts daneben haben wir hier auch den Balken für die Ausdauer. Hier gibt es grüne Ausdauer und gelbe Ausdauer, das sehen wir eben auch hier. Das ist einmal Hard Stamina und Soft Stamina. Die Hard Stamina, das ist sozusagen die Marathon-Ausdauer. Wenn die auf Null sinkt, dann ist unser Charakter total erschöpft. Und ja, und dann kann auch die Soft Stamina nicht mehr regeneriert werden. Das Ganze liegt bei einem Wert zwischen 0 und 100 bis 200 und ist abhängig von der Willenskraft. Die Soft Stamina, das ist quasi die Sprinterausdauer, also die Laufausdauer. Und wenn die auf 0 ist, dann ist man außer Atem und kann eben fast keine Aktionen oder Fertigkeiten mehr durchführen. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 100 bis 200 und ist auch abhängig von der Willenskraft. Serverabhängig können da unterschiedliche Einstellungen natürlich vorgenommen werden. Der Standardwert ist allerdings
dass sich die Heart Stamina um einen Punkt regeneriert, und zwar innerhalb von 40 Sekunden. Es ist aber von Server zu Server kann das unterschiedlich eingestellt sein, aber der Standardwert ist eben, dass sich ein Punkt von der gelben Ausdauer in 40 Sekunden regeneriert. Und ein Heart Stamina Punkt regeneriert dann 100 Soft Stamina Punkte. Ansonsten sehen wir hier dann die Werte für Strength, Agility, Constitution, Willpower und Intellect, also Stärke, Beweglichkeit, Vitalität, Willenskraft und Intelligenz. Und das haben wir ja auch in der letzten Folge bei Erstellen des Charakters schon näher besprochen, wie sich diese Werte eben auswirken. Ich kann es hier nochmal kurz einblenden. Die Stärke wirkt sich auf den Nahkampfschaden aus und die maximale Gewichtsgrenze für die angelegte Ausrüstung. Die Beweglichkeit auf die Fernkampfwaffen. Die Vitalität auf die Hard-Hitpoints und Soft-Hitpoints. Die Willenskraft auf die Gewichtsgrenze für das Inventar um jeweils 2 Punkte und Ausdauer um 1 Punkt und die Intelligenz auf die Skill Cap, also auf die Fertigkeitspunktebegrenzung. Dann gibt es hier noch den Wert Luck, das ist also das Glück. Und dieses sechste Attribut Glück ist wiederum in 2 Kategorien aufgeteilt. Einmal gibt es Glück, das man durch Tragen von Schmuck erhöhen kann. Und das fast alle Aktionen beeinflusst. Und dann gibt es Glück, das die Kampf- und Handwerksfertigkeiten auf Stufe 100 beeinflusst und durch spezielle Ausrüstung beeinflusst werden kann. Dann sehen wir hier noch den Start Cap, also das ist dann die Grenze, die Stat Cap, sorry. Die Stat Cap, das ist also dann die Grenze für unsere Attributpunkte. Und wenn man die erreicht hat, also 150 ist die im Spiel, dann kann man eben hier die verschiedenen Fertigkeiten bzw. die verschiedenen Attribute durch diese Pfeile auch wieder anders skillen oder eben sperren. Es gibt hier 3 Möglichkeiten. Einmal Pfeil nach oben, Pfeil nach unten oder mit Schloss sperren. Das heißt, wenn ich jetzt komplett auf 150 bin und ich will, dass sich gewisse Werte wieder ändern, dann kann ich das hier mit den Pfeilen beeinflussen und ich kill meine Attribute, indem ich halt die entsprechenden Fertigkeiten ausübe. Aber zu genauerem kommen wir dann in der nächsten Folge, wenn wir die Fertigkeiten besprechen. Dann gibt es hier noch den Hunger. Wie gesagt, das ist eigentlich für mich eher der Wert für Sättigung, weil je höher der ist, umso satter ist man oder umso weniger hungrig ist man. Und darunter wird noch angezeigt die Food Quality, der Food Quality Multiplier. Also das ist quasi die Essensqualität, der Essensqualität Multiplikator. Und dieser wächst, wenn man gutes Qualitätsessen isst, und er sinkt, wenn man halt Essen von schlechter Qualität isst. Er wird errechnet aus der Qualität der letzten 5 Mahlzeiten, die man zu sich genommen hat, und aus dem Sättigungswert. Und das Ganze wird dann mit 0,0001 multipliziert, beziehungsweise durch 10.000 geteilt. Dieser Essensqualitätsmultiplikator, der kann einen Wert zwischen 0,01 und 5,0 haben. Also als Beispiel mal, wenn die letzten 5 Mahlzeiten jeweils einen Qualitätswert von 100 hatten, dann hat man in der Summe einen Wert von 500. Das Ganze wird multipliziert mit dem Sättigungswert. Wenn dieser auf dem Wert 100 ist, dann hat man eine Summe von 50.000 und mal 0,0001 ergibt dann einen Wert von 5,0. Und noch ein Rechenbeispiel: Wenn die letzten 5 Mahlzeiten jeweils eine Qualität von 20 hatten, ergibt es eine Summe von 100, und wenn dann beispielsweise der Sättigungswert 50 hat, ergibt es eine Summe von 5000 und mal 0,0001 ergibt dann einen Wert von 0,5.
Dieser Essensqualität-Multiplikator hat Auswirkungen auf alle Fertigkeiten. Der nächste Wert ist der Ruf. Und der Ruf erhöht sich durch tägliches Beten. Kann man hier auch ausblenden, also das ist, wird hier angezeigt, ist derzeit auf 0. Man kann einmal täglich in einem Tag- und Nachtzyklus in dem Spiel einmal täglich beten und dann erhöht sich dieser Wert für den Ruf und er schrumpft oder sinkt durch kriminelle Taten. Allerdings zählt da nicht der Krieg zwischen Gilden dazu und er sinkt auch nicht, wenn man gegen Kriminelle kämpft. Bei Kriminellen ist der Name grau und bei bösen Menschen ist der Name rot. Es gibt quasi 5 verschiedene Statusbezeichnungen für einen Ruf. Und zwar einmal heilig, gut, neutral, schlecht und böse. Und dieser Wert sinkt eben durch kriminelle Taten. Zum Beispiel beim Überfall oder einem Angriff sinkt der Wert um -2. Bei unbefugtem Zutritt auf dem fremden Claimbereich um -1. Wenn man jemanden K.O. schlägt, sinkt der Wert um -3. Und auch wenn man jemanden ausraubt oder lootet, sinkt der Wert um -3. Wenn man jemanden ermordet, sinkt der Wert um -10. Und wenn sich derjenige ergeben hat und man ermordet ihn, sinkt der Wert um -15. Ergeben kann man sich hier unten auf der Aktionsleiste mit dem 6. Symbol hier. Der Wert für einen Ruf hat eine Grenze, einen Point of No Return von -50. Also wenn man die -50 erreicht oder unterschritten hat, dann gibt es kein Zurück mehr, dann wird man evil, also böse und jeder kann einen dann ohne Strafe angreifen. Es ist allerdings nicht möglich, diesen Wert von -50 zu erreichen, wenn man niemanden umbringt. Also wenn man auf -49 ist und betritt fremdes Claimgebiet oder schlägt jemand K.O. und so weiter, dann kann der Wert nicht unter -49 sinken. Er sinkt erst auf -50, wenn man jemanden ermordet. Und danach gibt es, wie gesagt, kein Zurück mehr. Dann ist man böse und kann von jedem angegriffen und getötet werden. Ja, und hier hat man dann nochmal die Anzeige für Wunden und Brüche. Auch hier kann man über das kleine Fenster hier die Mini-Anzeige ein- und ausblenden. Ja, das Crafting bei Life is Feudal funktioniert hier eigentlich über die Fertigkeiten. Darauf gehen wir noch genauer in der nächsten Folge ein. Aber so vom Grundlegenden sei mal gesagt, dass hier sehr viel über Kontextmenüs funktioniert, beziehungsweise über die rechte Maustaste. Also man kann alles, was man irgendwie machen möchte, funktioniert eben über die rechte Maustaste. Also wir gehen zum Beispiel mal zu einem Baum hin und drücken die rechte Maustaste und dann klappt hier ein Kontextmenü auf. Und das ist dann abhängig von den Fertigkeiten, die man bereits erlernt hat. Hier wird dann angezeigt Forstwirtschaft und Holzfällen und ich kann dann hier eben einen Setzling mir nehmen, den Baum näher untersuchen oder einen Ast abbrechen. Oder bei Logging eine Rinde einsammeln. Genauso funktioniert es auch auf dem Boden. Wenn ich auf den Boden klicke zum Beispiel, dann werden hier auch verschiedene Fertigkeiten angezeigt, die ich jetzt bereits beherrsche und ich kann dann eben verschiedene Tätigkeiten ausführen. Zum Beispiel unter Naturkunde eine Pflanzenfaser sammeln. Das funktioniert im Prinzip ja, mit allen Gegenständen oder allen Dingen kann ich auf diese Weise interagieren. Entweder ich drücke eben die rechte Maustaste oder auch die Q-Taste geht genauso. Und dann wird eben hier dieses Kontextmenü angezeigt. Was man hier noch sagen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrfach
diese Pflanzenfaser sammeln möchte, dann kann ich das als Standardwert mir einstellen. Und zwar zeigt hier jetzt bereits an, Press Left Mouse Button to perform Ability. Also wenn ich jetzt die linke Maustaste drücke, dann wird diese Tätigkeit eben ausgeführt. Und Press Right Mouse Button to mark Ability as Default. Also dann wird diese Wertigkeit als Standard eingestellt. Und das sehe ich hier oben, ist derzeit in weiß als Default Lower Ground Level aktiviert. Und ich möchte jetzt aber Gather Plant Fiber als Standard auswählen und dann drücke ich hier die rechte Maustaste und dann erscheint hier oben in weißer Schrift Gather Plant Fiber. Und jetzt kann ich es entweder hier oben auch anklicken oder dann einfach auch mit der linken Maustaste kann ich immer die Standardfertigkeit oder die Standardtätigkeit, die ich mir eingestellt habe, ausüben. Linke Maustaste und ich sammle Pflanzenfasern. Das kann ich eben auch an Bäumen machen. Hier habe ich zum Beispiel Get a Sprout oder ja, Snap of a Branch, also einen Ast sammeln. Dann sammle ich hier einen Ast. Und wenn ich dann nochmal auf den Baum einfach einen Linksklick mache, dann sammle ich wieder einen Ast. Weil das eben die Standardtätigkeit ist, die ich mir eingestellt habe. Und auf dem Boden sammle ich Pflanzenfasern. Also für jede, ja, für Bäume, für jedes Objekt oder für die jeweiligen Objekte werden die jeweiligen Standardtätigkeiten gespeichert. Und ich kann sie mir aber auch wieder umstellen, wenn ich eben eine andere Tätigkeit, wie zum Beispiel hier jetzt eine Rinde sammeln, machen möchte. Dann habe ich jetzt hier mit Linksklick, sammle ich eine Rinde. Und wenn wir ins Inventar schauen, dann sehe ich habe hier schon Äste gesammelt, Pflanzenfasern und hier ein Stück Rinde. Genau, soweit die Interaktion. Und auf diese Art und Weise kann ich eben hier mit allen Dingen interagieren und auch Dinge herstellen und craften. Der Kampfmodus funktioniert, indem man, oder zum Kampfmodus wechsle ich, indem ich die Taste R drücke. Dann wechselt auch die Musik, ist auch ganz nice. Und ich bin im Kampfmodus und kann dann mit der linken Maustaste angreifen und zuschlagen, je nachdem. Oder ob ich gerade eine Waffe trage, dann auch mit der Waffe zuschlagen. Und mit der rechten Maustaste lockt man und pariert man. Dann kann man Waffen anlegen, wenn man welche trägt. Und zwar je nachdem, wo man die angelegt hat, auf 1, 2, 3 oder 4. Beziehungsweise über die Hotbars, also über die Aktionsleiste, über die Taste 1, 2, 3 oder 4 legt man dann die entsprechenden Waffen an. Und wenn man nochmal die Taste R drückt, verlässt man den Kampfmodus wieder und ist wieder im normalen Bewegungsmodus. Ja, und zum Schluss schauen wir uns noch die Hilfe an des Spiels. Das ist auch manchmal ganz interessant. Und zwar, wenn wir nochmal in den Mauszeigermodus wechseln, immer hier, dass im Systemchat und ein Fenster aufblinkt. Und da ist ganz am Anfang, wir haben natürlich jetzt verschiedene
Fertigkeiten und Tätigkeiten ausgeübt. Aber dazu kommen wir dann eben in der nächsten Folge noch zu den ganzen Skills. Aber ganz am Anfang wurden wir begrüßt mit Life as usual welcomes you. Press F1 for help and basic controls. Also mit der F1-Taste gelangt man in eine Hilfeübersicht, wo die grundlegenden Steuerungstasten oder die Tastenbelegung eben angezeigt wird. Hier hat man eben für die Bewegung, für den Kampfmodus die Tasten, dann die Tabulator-Taste F10, linke Maus, rechte Maus, Inventory, Ausrüstung, Fertigkeiten, Charakterwerte, die Kamera, Drehen der Kamera und das Ein- und Ausschalten des Interfaces. Interessant ist vielleicht noch, ganz oben ist noch ein Link für die Life is Feudal Wiki. Wenn man hier drauf klickt, dann öffnet ein Webbrowser im Game und man gelangt zur Wiki von Life is Feudal. Und da kann man zum Beispiel auf die Skills klicken und sich dann die ganzen Skills anzeigen lassen und was sich dahinter verbirgt. Oder ja, eben die ganze Wiki aufrufen, zum Beispiel auch den Chat und welche Chatbefehle es gibt und so weiter. Es ist ganz interessant und mit Sicherheit auch mal einen Blick wert. Ganz interessant, dass man diese Wiki auch im Game aufrufen kann. So, dann hoffe ich, dieses kleine Tutorial hat euch ein bisschen geholfen für die grundlegenden Funktionen von Life is Feudal, Your Own. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen oder einen kleinen Kommentar. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, euer Dragodor.